Wir zocken heute den dritten Spielmodus von Murder Mystery. Ich wünsche euch richtig viel Spaß. Wenn man in diesen Spielmodus reingeht, bekommt man noch einen neuen Charakter. Jeder Spieler hat die Aufgabe, einen anderen umzubringen. Wir müssen jetzt zum Beispiel Connor umbringen. Dabei müssen wir natürlich aufpassen, dass wir selber nicht umgebracht werden. Okay, das ist Connor. Das war nicht Connor? Ja, okay, der sah ganz, ganz ehrlich aus, aber ich glaube, er musste mich umbringen. Und er hat es geschafft. Ich gehe direkt mal in die nächste Runde. Okay, jetzt haben wir den Charakter bekommen, wo ich gerade dachte, dass es Connor ist. Oder vielleicht ist es auch Connor, ich habe keine Ahnung. Wir müssen dieses Mal auf jeden Fall Winnie umbringen. Da ist sie auch und ich habe sie. Okay, wir haben jetzt hier irgendeine Weihnachtslandschaft bekommen. Okay, diesmal müssen wir Nick umbringen. Da ist er auch. Ich habe ihn. Gut. Als nächstes ist Ellie dran. Wo ist denn Ellie? Okay, ich glaube, die muss mich umbringen. Sonst würde die mir nicht so hinterher rennen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Aber wo ist denn Ellie? Ich habe die gerade umgebracht, die mich die ganze Zeit umbringen wollte. Man kann auf jeden Fall nicht alle umbringen. Man kann nur die umbringen, die man umbringen muss. Also die auf der Karte sind. Und ich glaube auch die, die einen selber umbringen müssen. Ja, aber die Karte ist doch gar nicht so groß. Wo ist Ellie? Und wo sind die anderen Spieler? Es leben ja noch 4. Ich habe einen gefunden, aber wo sind die anderen? Okay, wir haben einfach gewonnen. Keine Ahnung. Naja, beschweren kann man sich da nicht. Wir haben nochmal diese Map bekommen. Den Charakter, den ich diesmal habe, finde ich wirklich richtig cool. Okay, wo ist Aaron? Ich bin ihm hinterher. Da... Nein, er hat mich. Was jetzt aber ein bisschen weird war, Aaron musste mich umbringen und ich ihn. Kann es sein, dass der den Mann umbringen muss? Dass die Person einen auch umbringen muss oder war das jetzt einfach nur zufällig? Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommis. Ich finde diesen Spielmodus deutlich besser als den Infection-Modus. Das ganz normale Classic-Murder-Mystery finde ich aber irgendwie noch am besten. Wir haben bei sogar wieder diesen coolen Skin drin. Okay, Danny steht auf der Karte. Und wir sind direkt tot. Okay, als nächstes ist Alex dran. Das ist sie, oder? Ja, das war sie. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich über ein Abo riesig freuen. Wir sehen uns eventuell im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch noch einen richtig entspannten Tag. Und ciao.